man muss nur 20 Jahre zurückdenken, dann weiß man, wohin der kollektive Ansatz in der Wirtschaftsordnung führt. Also die DDR will ich nicht wiederholen und auch nicht etwas, was Ähnliches. Also, ich ganz ehrlich sagen, wollen Sie die DDR zurück, Frau Drosel? Diesen Vorwurf mit der DDR, ich finde den sowas von billig und alt, dass es mir manchmal wirklich die Zeit zu schade ist, darüber zu diskutieren. Aber dann müssen Sie aber mal sagen, was Sie wollen. Ich kann natürlich trotzdem natürlich sagen. Sie mal sagen, was Sie wollen. Ja, ich kann Ihnen sagen, was ich möchte. Ich möchte, dass man das, was in diesem System nicht funktioniert, und man kann ganz klar sagen, die Verteilungsfrage funktioniert nicht. Ich finde es nicht akzeptabel, dass wir etliche Kinder in Armut haben, dass wir Jugendliche haben, die völlig perspektivlos hier leben. Sie können gerne an dem Hermannsplatz mal vorbeifahren. Es ist einfach deprimierend. Das finde ich nicht. Das finde ich nicht akzeptabel, und ich finde zum anderen nicht akzeptabel, dass es ja nicht so ist, dass das unlösbare Probleme sind, sondern es gibt ja in der Gesellschaft enormen Reichtum und auch enormen Wissen an ganz vielen Stellen. Es ist nur die Frage, ob man das alles zugunsten aller einsetzt oder ob man das nicht zugunsten aller einsetzt. Und ich würde sagen, der Kapitalismus augenscheinlich setzt es nicht zugunsten aller ein. Und im Übrigen möchte ich noch mal kurz hinzufügen, die soziale Marktwirtschaft ist ja auch nicht so, dass sich alle da so super drauf geeinigt haben, sondern das ist erkämpft worden von der Sozialdemokratie und von den Gewerkschaften teilweise gegen ihre Partei. Das muss man an der Stelle ja auch noch mal klar aber sagen. Kennen Sie eigentlich ein Land auf der Welt? Also ich bin offen für Neuerungen, für Veränderungen, lernen aus der Krise. Aber kennen Sie ein Land in der Welt, in dem der Anteil der Sozialleistungen an Bruttosozialprodukt in etwa die Größenordnung der Bundesrepublik Deutschland erreicht, dass man das besser organisieren kann, richtig. Ja, das ist aber natürlich ein bisschen schwieriger ich finde, wir Vergleich, sollten gerecht mit dem umgehen, was wir haben. Es ist deshalb ein bisschen schwieriger Vergleich, weil sich jetzt nicht alle Länder der Welt auf dem Stand der Industrialisierung Deutschlands befinden. Also deswegen ist es ein bisschen schwer mit der Vergleichbarkeit. Also man kann jetzt schwer Entwicklungsländern vorwerfen, dass sie sich nicht das gleiche gucken Sie sich doch mal Großbritannien an, gucken Sie die Vereinigten Staaten an, gucken Sie China an, gucken Sie in der Welt mal rum. Herr Wissmann, vielleicht können wir uns mal die Frage stellen, ob nämlich nicht das, was an diesem Sozialstaat immer verpönt war, aus der Sicht auch der Arbeitgeber und aus der Sicht der Unternehmer, tatsächlich uns jetzt in dieser Krise irrsinnig hilft. Ja, weil wir haben Kurzarbeitergeld zur Verfügung, wir haben eine Arbeitslosenversicherung, wir haben sichere Renten zur Verfügung. Ja. Also ist nicht das, was wir gestern irgendwie noch gern verhöhnt haben. Also ich habe das nie verhöhnt und ich halte es nach wie vor für richtig, dass die Basis unserer marktwirtschaftlichen Ordnung auch ein starker Sozialstaat ist.